Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Herzlich willkommen, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Empfehlungsmarketing, Affiliate-Marketing, Influencer-Marketing, aber unter dem Dach Empfehlungsmarketing, weil Affiliate-Marketing oder auch Influencer-Marketing ist ein Empfehlungsmarketing. Und das Empfehlungsmarketing ist ein sehr alter Begriff und wird heute noch immer gerne genutzt. Und zwar unter Empfehlungsmarketing versteht man, dass man Neukunden gewinnt über Bestandskunden. Deine Bestandskunden empfehlen dich als Unternehmen oder halt auch deine Produkte oder deine Dienstleistung. So laut Wikipedia. Und dazu habe ich erstmal drei Säulen für dich, wo du beachten solltest für das Empfehlungsmarketing. Erstens deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, danach deine Kunden und zuletzt dein Netzwerk. Und darauf folgt natürlich jetzt auch 11 Tipps. Lerne deine Kunden kennen. Baue Beziehung auf mit deinem Kunden. Hinterlasse einen positiven Eindruck. Spreche immer eine Empfehlung aus. Immer für dich und für deine Produkte. Biete auch die Möglichkeiten, Rezensionen an, dass deine Kunden Rezensionen über dich schreiben, über deine Produkte. Kläre mit dem Kunden den Umgang der Empfehlung für deine Produkte oder Dienstleistung. Belohne deine Kunden und sie werden dir dankbar sein. Mache deine Kunden zu deinen Fans. Begeistere aber auch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von deinen Produkten und deinen Dienstleistungen. Wenn dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin nicht von deinen Produkten begeistert ist, können die deine Produkte oder Dienstleistungen nicht verkaufen an den Neukunden. Ja. Zehntens, vereinfache die Weiterempfehlung. Umso einfacher du es dem Kunden machst, wie einfach es geht, Weiterempfehlungen zu machen, werden die Kunden dich immer wieder weiterempfehlen. Und but last and least, setze auf Influencer. Egal in welcher Branche, es gibt so Dutzend welche Influencer, die das tagtäglich machen. Genau. Ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen, schönen Tag. Ich hoffe, die Eindrücke haben dir gefallen und wir sehen und hören uns beim nächsten YouTube-Video. Ah, by the way, wenn du mehr wissen willst, dann abonnier doch gerne mal meinen Kanal. Und hör gerne auch mal in meinen Podcast rein. Dort habe ich weitere tolle Folgen hochgeladen, die es leider noch nicht bei YouTube gibt, nur exklusiv in meinem Podcast. Also du solltest auch meinen Podcast mal abonnieren und dir anhören und auch weiterempfehlen.